kleine Information bzw. Update ist angekommen. Ich mache jetzt auf. Die haben es aber gut eingepackt. In so eine Knirschel-Ding. Oha. Oh. So ein Friesen. Ist aber doch kleiner als ich dachte. Aber naja, gut. Ein Toolkit mit Pinzette, ein Schiffchen, Wachs, ein Paintingstift, eine Pinzette, die Steine dazu sind eckige, scheint Acryl zu sein. Nächstes wird aufgefriemelt. Endlich. Ich war schon sehr nervös, weil ich auch noch was vorhabe. Ah, das ist für meine Steinchen, wenn ich nicht weitermachen möchte. Dann kann ich die da schön einsortieren mit Sticker zum Raufmachen, damit ich weiß, wo, wie, wo was hingehört. Cool. Weiter geht's. Oha, das ist aber ein bisschen größer hier. Oha, mit einer Papierlegende. Hier so eine. Fand ich ganz schön, aber irgendwie scheint da der Drucker, die Patrone alle zu gehen. Denn das Bild, das ist größer, also da werde ich was zu tun haben. Ich mache das mal auf. So. Wie geht denn das hier auf? Aha, ich habe das nicht gefunden. Da ist auch wieder ein Toolkit und Steine. Das ist aber diesmal mit runden Stein. Nicht wie das vorige mit eckige. Da ist auch drin ein Toolkit mit zwei Stiften. Sehe ich hier noch. Ein Schiffchen in grün. Ja. Gucken wir uns mal den Druck dazu an. Ich muss sagen, das ist die Größe. Für mich ist das wie so Hexe, Elfe mäßig. Den Druck kann man ganz gut erkennen. Ich habe ja auch so Probleme mit den Augen. So, und jetzt testen wir mal die Klebkraft. Die ist gut. Da kann ich nicht meckern. So. Dann das nächste Bild ist auch wieder so eine Papierlegende. So ein Löwen mit so einem kleinen Jungtier. Wieder kann ich nicht meckern, sieht man sehr deutlich, wo was hingehört. Dazu ist auch ein Toolkit und sehe ich jetzt, muss ich mal aufmachen. Kann ich euch jetzt auch gar nichts zu sagen, welche Steinform. Ah, runde Steine haben wir hier. Haben wir hier dazu auch, ja,
2 Stifte wieder, also ich kann bald einen Laden eröffnen. Ein Schiffchen, 2 Steine, Wachs. Ja. Und das sind die Farben dazu. Huch. Huch. Fliegen sind mir auch alle schon entgegen. Schwarz, grau, blau, so hell. Oh, Hilfe, jetzt werde ich erschlagen mit den Tüten hier. Huch. Geht aber noch weiter. Moment. Hier, das ist so ein, ja, fand ich ganz niedlich. So ein Drachen, der fegt mit so Wollmäuse und Buch. Wieder mit Papierlegende. Ist aber auch eine Legende mit drauf, jeweils auf den Bildern. Aber so kann ich das dann wenigstens kontrollieren. Auch wieder mit Toolkit und, mal gucken, da weiß ich jetzt gar nicht, ob das runde oder eckige Steine sind. Mal gucken. Toolkit. Eckige Steine. So, weiter geht's. Ich ahne, was es ist. Das, also die Sachen habe ich bei AliExpress bestellt. Das, wenn ihr da auch bestellen wollt, müsst ihr ein bisschen Zeit einplanen, weil das dauert ganz so. Hier, für meine Steine zum Beispiel. Dann mein Wachs. Das sortiere ich auch gleich ein. Das sind halt meine Döschen. Die kann ich aber da wieder reinmachen. Die kann ich jetzt hier. So, jetzt kommen wir auch schon zum letzten des Paketes. Ordentlich viel Müll, aber naja. So, noch 2 Bildchen. Einmal ein Einhorn. Das sieht so aus. Kann ich jetzt nicht meckern, man erkennt ganz gut die Symbole. Das packe ich mal kurz aus. Wenn ich wüsste, wie es hier aufgeht, lol. Ah, ich hab's. 20x20 ist das Einhorn. So. Huch. Ich wollte schon sagen. Runde Steinchen hat das. Ist ein relativ kleines. Ich glaube, das werde ich heute machen. Mal gucken. Wieder ein Toolkit. Ja. Dann habe ich hier noch ein Bild. Ein Wolf. Fand ich auch ganz schick. Hoch. So, ich zeige euch das mal. Das sind die Farben. Und um das Bild geht es. Man erkennt das jetzt überhaupt nicht jetzt so, aber vielleicht kommt es ja raus. Doch jetzt. Kommt wahrscheinlich besser raus, wenn ich es denn gepaintet habe. Vielleicht fange ich auch mit das an, ich weiß es noch nicht so genau. Ich habe ja die Qual der Wahl. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo ich das hinpacken soll. Auch nicht schlecht. Ja, das Toolkit dazu. Und ja, das war das Unboxing meines Diamond Painting Odysseien und Bilder.
Lasst ein bisschen Liebe da, würde mich freuen über ein Like oder wenn du mich noch nicht abonniert hast. Das kostet nichts, das ist kostenlos und so wärst du auch informiert, wenn ich das nächste Video hochlade über Diamond Painting. Bis dahin, ciao.